Liebe Genossinnen und Genossen, mein Name ist Katrin Dannberg und ich bin die Spitzenkandidatin für die Landtagswahlen in Brandenburg. Brandenburg ist das Land, in dem die Linke knapp 10 Jahre in Regierungsverantwortung ist. Das sind 10 Jahre, auf die man stolz sein kann. Und ich werde euch auch gern sagen, warum ich stolz bin, aus Brandenburg zu kommen. Wir haben in der Bildung ständig Druck gemacht, um die SPD von ihrem Schulfrieden abzubringen. Sie wollten nichts verändern. Alles sollte so bleiben, wie es ist. Aber wir haben uns durchgesetzt und den Weg aufgemacht zu den Gemeinschaftsschulen, zum gemeinsamen Lernen, zu mehr Bildungsgerechtigkeit, zu einer gerechten Bezahlung für alle Lehrkräfte, egal in welcher Schulform sie unterrichten. Wir haben gut ausgestattete Schulen und wir haben es geschafft, den Lehrerinnenmangel nicht nur rechtzeitig zu erkennen, sondern durch entsprechende Programme in den Griff zu bekommen. Das haben wir gemacht. Wir haben seit 5 Jahren nicht nachgelassen, um den Einstieg in die Kita-Beitragsfreiheit zu realisieren. Das letzte Kita-Jahr ist in Brandenburg seit letztem Jahr beitragsfrei. Und das bedeutet eine deutliche Entlastung für alle Eltern. Und für jene, die es besonders brauchen, für die Geringverdienerinnen und für die Eltern, die Sozialleistungen beziehen, werden wir die Beiträge nun komplett abschaffen. Damit haben wir 70.000 Kindern in Brandenburg direkt geholfen. Das haben wir gemacht. Und wisst ihr, worauf ich besonders stolz bin? Gemeinsam haben wir in Brandenburg ein Paritätgesetz auf den Weg gebracht. Es ist einzigartig in dieser Bundesrepublik, dass es so etwas gibt. Wie haben sich die CDU-Frauen verbogen und gejammert, weil sie nicht zugeben wollten, dass das eine gute Sache ist. Aber es ist längst überfällig und es ist etwas ganz Großes. Das haben wir gemacht. Und wir haben schon heute einen Vergabemindestlohn in Brandenburg von 10,50 Euro, während man sich im Bund auf 9,19 Euro ausruht. Liebe Genossinnen und Genossen, das ist Armut per Gesetz. Und wir werden 2020 bei 12,63 Euro sein. Darauf könnt ihr Gift nehmen. Und wenn wir nicht da gewesen wären, hätte es diese Dinge schon mal gar nicht gegeben. Die hätten einfach nicht stattgefunden. Und wir haben Verantwortung übernommen und ringen, ja, ringen um jeden Kompromiss. Denn wir wollen das Land gestalten. Und wenn wir das nicht tun, liebe Genossinnen und Genossen, dann machen das andere. Und sicherlich nicht in unserem Sinne. Und deswegen sage ich ganz klar, je stärker die Linke ist, desto sozialer ist unser Land. Wir werden selbstbewusst in diesen Landtagswahlkampf gehen. Und wir kämpfen für eine starke Linke und nicht um Koalitionen und um Posten. Die Wählerinnen und Wähler werden entscheiden. Wir wollen für eine solidarische, offene Gesellschaft kämpfen und dafür brauchen wir euch alle. Und dafür brauchen wir, liebe Genossinnen und Genossen, besonders euer Vertrauen. Also kommt nach Brandenburg, wir können gerne in einem unserer vielen Seen nackig baden, denn die haben wir fast alle kommunalisiert. Vielen Dank. Herzlichen Dank, liebe Katrin. Und das Wort hat jetzt Rico. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, ich denke, der eine oder andere wird jetzt sagen, ach, das ist der mit der komischen Sprache oder mit dem komischen Dialekt. Damit kann ich ja leben, obwohl ich ja der Meinung bin, dass der Kollege Klaus Ernst einen komischeren Dialekt hat als ich. Und die anderen werden sagen, ach, das ist ja aus Sachsen, das sind doch alles da, wo die Nazis sind. Das Weitere würde ich euch übel nehmen, wenn ihr das sagen würdet, also nicht persönlich, sondern ich will euch eine kleine Geschichte erzählen. Der Landesvorstand hat im vergangenen Jahr entschieden, wir befragen jetzt mal die Mitglieder, was sie denn so wollen als Schwerpunktthema für den Wahlkampf im Jahr 2019. Es gab 13 Regionalkonferenzen. Bei den 13 Regionalkonferenzen konnte man ganz viele Themen abgeben. Zum Schluss sind 15 zur Abstimmung gekommen. Und das, was die Genossinnen und Genossen gewählt haben, lautet: Wir stehen für einen konsequenten Kampf gegen menschenverachtende Ideologie, für ein weltoffenes und humanitäres Sachsen. Das haben die Genossinnen und Genossen auf Platz 1 gewählt im Freistaat Sachsen. Und deswegen würde ich euch das für übel nehmen, wenn ihr behaupten würdet, die Sachsen besteht nur aus Nazis. Und ich kann euch wirklich sagen,
Diese Debatte, wenn wir sie als Frage stellen würden, auch in den anderen Bundesländern, ich glaube, wir würden auch in den anderen Bundesländern genau diese Antwort bekommen. Und deswegen, liebe Genossinnen und Genossen, ist das nicht nur eine Frage, die wir uns in Sachsen gestellt haben, sondern es ist eine Frage, die wir auch im Europawahlkampf zu bestehen haben und den wir auch gemeinsam in den vielen Kommunalwahlkämpfen zu bestehen haben. Nämlich die Frage, geben wir den Stammtischparolen nach oder geben wir bestimmten Stammtischparolen nicht nach? Und ich kann euch nur empfehlen, wir sollten sie nicht nachgeben, wenn unsere eigenen Mitgliedschaft nämlich der Meinung ist, es geht um Humanismus und Weltoffenheit, dann haben wir auch nicht das Recht, irgendwelchen Stammtischparolen hinterherzulaufen und denen das Wasser zu reden oder nachzureden. Wir wollen gemeinsam dafür kämpfen, dass weder in Sachsen noch in Deutschland noch in Europa es wieder neue Grenzen gibt, keine neuen Mauern gebaut werden oder wieder Schlagbäume errichtet werden in Europa. Und deswegen, liebe Genossinnen und Genossen, ist das eines der wichtigsten Themen, die wir uns auf die Fahne geschrieben haben, eine Haltungsfrage. Und trotzdem wird es natürlich auch um weitere inhaltliche Themen gehen. Zum Beispiel um das Thema Bildungspolitik. Da sind wir natürlich eher in einer schwierigen Situation, weil wir müssen das aus der Opposition heraus machen. Deswegen haben wir jetzt aber gemeinsam mit anderen eine Volksinitiative gestartet für mehr Gemeinschaftsschulen im Freistaat Sachsen und überhaupt die Einführung von Gemeinschaftsschulen im Freistaat Sachsen. Wir wollen also die soziale Spaltung in diesem Land überwinden. Wir wollen auch mehr Freiheiten für Kommunen. Freiheit für Kommunen bedeutet aber vor allen Dingen in erster Linie, dass sie frei verfügbare finanzielle Möglichkeiten haben. Und ich glaube, wir sollten uns auch nicht das Thema Osten wegnehmen lassen. Katja hatte ja heute früh schon mal davon gesprochen. Weil ich finde das schon echt für verlogen, wenn jetzt CDU, SPD, Grüne und auch FDP den Osten plötzlich als ein Wahlkampfthema erkannt haben. Für sie war der Osten doch bis jetzt China und niemals die ostdeutschen Bundesländer. Und jetzt kommen sie und erzählen uns, dass sie was von dem Osten verstehen. Das müssen wir uns echt nicht bieten lassen, weil sie machen es nur wegen ihren verschissenen eigenen Wahlergebnissen, weil sie Angst haben vor einem anderen Partei, die jetzt plötzlich in der Frage tatsächlich auch im Osten die Stimme erhebt, leider die AfD. Und sie geben damit auch Wählerinnen und Wähler recht, die sagen, man muss nur die AfD wählen. Da bewegen die sich alle anderen. Genau das hat jetzt die CDU, die SPD, die Grünen und auch die FDP gemacht. Und deswegen halte ich das für eine mehr als verlogene Politik, die da gerade von diesen vier Parteien gemacht wird. Und ein letzter Punkt ist mir wichtig. Nicht nur, weil wir heute auf einem Europaparteitag da sind, sondern weil wir natürlich als Land Sachsen auch zwei Außengrenzen haben, nämlich zu Polen und zu Tschechien. Und deswegen ist das Thema Regionen, Europa der Regionen, alles ein wichtiges Thema, was uns umtreibt, weil es natürlich um grenzüberschreitende Zusammenarbeit gehen muss. Und deswegen kann es keine Alternative sein, Nationalstaaten wieder stark und groß zu machen. Und ich will bekennen, das hat ja auch mein Landesverband in den letzten Jahren ja öfters mal gemacht, ja, ich bin ein Anhänger der Republik Europa. Und ich weiß auch, dass das eine Vision ist. Und ich weiß auch, dass es eine Vision ist, die nur eine Vision im Moment bleiben kann. Aber wenn wir keine Vision haben, dann würden wir doch nicht bei den Linken sein, sondern wahrscheinlich bei den Sozialdemokraten, liebe Genossinnen und Genossen. Von der Seite her können wir uns doch nicht in einem Raum bewegen, wie es andere tun, sondern müssen darüber hinausdenken. Wir wollen keine Schlagbäume mehr im Freistaat. Wir wollen keine mehr in Europa und wir wollen keine auch mehr in Sachsen. Also, lasst uns von diesem Parteitag einen Aufbruch ausgehen. Es geht um mehr Europa, es geht um mehr Brandenburg, es geht um mehr Sachsen und es geht letztendlich auch um mehr Bremen und natürlich um mehr Thüringen. Glück auf, liebe Genossinnen und Genossen. Danke an Rico Gebhardt und jetzt hat das Wort Susanne Hennig-Welzow aus Thüringen. Susanne, da kommt sie. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, ich finde, niemand hat von uns eine komische Sprache. Wir sind ja auch alle eins und deswegen halten wir uns auch alle aus. Sonst würde ich den Rico zum Beispiel schon gar nicht verstehen oder meine Sonneberger Genossin, wenn die mal im feinsten Summenberg loslegen. Also, ja, es geht um etwas und deswegen bin ich heute hier. Es tut mir leid, dass ich Bodo Ramelow reden kann, aber der ist anderweitig in Thüringen verplant. Es geht darum, dass wir den ersten linken Ministerpräsidenten in diesem Jahr verteidigen. Und es geht nicht einfach nur darum, ihn zu verteidigen, um des Verteidigens willen. Sondern wir haben in den vergangenen 4 Jahren gezeigt, dass es eben nicht egal ist, wer regiert. Und das ist auch in Thüringen besonders sichtbar. Es ist eben nicht egal,
ob ein linker Ministerpräsident in seiner Staatskanzlei die Kurdinnen und Kurden empfängt. Es ist ihm nicht egal, ob ein Ministerpräsident in Saalfeld auf dem Bahnhof steht und Geflüchtete aus Österreich empfängt. Es ist ihm nicht egal, ob es eine Landesregierung gibt, die zusammen mit Berlin und Brandenburg jede Asylverschärfung abgelehnt hat und das auch weiter tun wird. Und es ist ihm auch nicht egal, ob wir uns für die Menschen im Land einsetzen. Bei uns ist es tatsächlich in Thüringen so, seien es die 5-Jährigen, die 35-Jährigen oder auch die 80-Jährigen. Jeder kann sich gewiss sein, dass die Linke auf sie achtet. Komme ich zu den 5-Jährigen. Wir haben die ersten Schritte getan, tatsächlich für Bildungsgerechtigkeit in Thüringen zu sorgen, indem wir demnächst 2 beitragsfreie Kita-Jahre in Thüringen haben werden. Ein Novum nach 25 Jahren CDU-Regierung. Wir werden 3.000 Lehrerinnen und Lehrer eingestellt haben, um endlich wieder Bildungsgerechtigkeit und Unterricht garantieren zu können. Wir legen uns gerade mit der SPD im Land an, weil wir einen existenzsichernden Vergabelohn im Vergabegesetz für Thüringen haben wollen. Das heißt, mindestens 12 Euro und nicht weniger. Und wir sind diejenigen, die gerade das Thema Landgrabbing, also Landraub, auf die Tagesordnung setzen. Unsere Landwirtschaftsbetriebe werden samt ihres Landes aufgekauft. Wir sind nicht mehr in der Lage, wenn sie aufgekauft sind, darüber zu entscheiden, was mit diesem Land passiert, was mit den Arbeitnehmerinnen passiert und was mit der Kultur vor Ort passiert. Das wird eine der wichtigsten Fragen in Ostdeutschland auch bei den Wahlen jetzt in diesem Jahr sein. Und wir Linke sind da konsequent dran. Und was haben wir dann noch getan? Berlin hat es vorgemacht, auch wenn es die Thüringer Idee war. Berlin hat den 8. März zum Feiertag gemacht. Wir werden in der nächsten Woche den 20.09. zum zusätzlichen Feiertag in Thüringen machen. Das heißt, der weltweite Kindertag wird ein Feiertag in Thüringen, bedeutet mehr Zeit für Familien, mehr Zeit für Kinder, mehr Zeit für alle und Arbeitszeitverkürzung. Und weil es eben nicht egal ist, wer regiert, ist es besonders wichtig, dass dieses Bollwerk, was wir gegen die Konservativen und die extreme Rechte in Thüringen stellen, weiter regieren kann, weil es darum geht, dass die Menschen im Land sich auf uns verlassen können, weil sie soziale Gerechtigkeit, Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit brauchen. Deswegen muss Bodo Ramelow auch eine nächste Landesregierung anführen. Und das, liebe Genossen, meine große Bitte an diesem Parteitag, bitte glaubt nicht, dass das von alleine geht. Es bedeutet Kampf, es bedeutet Einsatz, es bedeutet Leidenschaft und es bedeutet vor allen Dingen Willen, den Willen dieser Partei, an diesem Punkt zu sagen, ja, wir stehen zusammen und wir verteidigen zusammen den ersten linken Ministerpräsidenten in Thüringen im Oktober am 27.10., weil es ein wirkliches Bollwerk gegen Faschismus, gegen AfD, CDU und Konservatismus in diesem Land ist. Also, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, liebe Katrin, liebe Rico, liebe Susi, wir werden euch natürlich alle 20 Daumen jeweils drücken. Wir wünschen euch Kraft für den Wahlkampf und ganz, ganz viel Erfolg für Brandenburg, für Sachsen und auch für Thüringen. Liebe Genossinnen und Genossen, für den 4. Redebeitrag, sei euch noch gesagt, haben wir Christina Vogt vorgesehen. Christina ist heute bei einer Sondersitzung der Bremer Bürgerschaft und deswegen haben wir uns verständigt, ihr dann morgen die Möglichkeit einzuräumen, zu uns zu sprechen. Die Redebeiträge sind mittlerweile ausgelost. Ich will jetzt schon sagen, damit er sich auf den Weg machen kann, dass Carsten Schatz aus dem Landesverband Berlin unser erster Redner sein wird. Und bevor Carsten das Rednerpult erreicht hat, will ich nochmal daran erinnern, 3 Minuten Redezeit. Wir haben uns auf 3 Minuten Redezeit verständigt. Wir werden also bei 2:30 das Glöckchen klingeln lassen. Bei 3 Minuten gibt es einen Grums und wir haben uns vorhin verständigt, bei weiteren 2, 3, 4, 5 Sätzen kommt dann der Saaldienst, liebe Genossinnen und Genossen. Ganz sicher.
Es hat jetzt das Wort Carsten Schatz aus Berlin und Jana Pinker aus Sachsen wird dann die Nächste sein. Ja, vielen Dank. Ich hatte es irgendwie im Urin. Alles klar. Ich hoffe nicht, dass der Saaldienst kommen muss. Ich würde gern zu zwei Sachen was sagen. Ich würde gern aufgreifen, was Gabi vorhin in ihrer Rede gesagt hat. Ich würde gern was sagen über das Manifest von Ventotene. Ich glaube, dass das viele hier im Saal nicht kennen. Aber ich glaube, dass es für uns als Linke wichtig ist, dieses Dokument zu kennen, diese Idee zu kennen, diese Ideen, die dort zusammengetragen worden sind, 1943 von drei italienischen Antifaschisten auf einer KZ-Insel vor der Küste Italiens, unter ihnen Altiero Spinelli, der später für die italienische Kommunistische Partei im Europaparlament saß. Und 1943, wir erinnern uns, mitten im Zweiten Weltkrieg, hat diese Leute beschäftigt, erstens, und Gabi hat es vorhin gesagt, wie kann verhindert werden, dass die europäischen Völker wieder zur Schlachtbank geführt werden? Was können wir in Europa dagegen tun? Und ihre Antwort war natürlich, wir müssen sozusagen Grundlagen für den Frieden schaffen und wir müssen gucken, dass die Idee des Nationalstaates und die Idee des Nationalismus, ja, eine Idee des 19. Jahrhunderts, dass Völker gegeneinander gehetzt werden, dass wir die unmöglich machen. Und ihre Antwort war die der europäischen Integration. Und ich finde das durchaus sozusagen eine bedenkenswerte Idee. Und zweitens sagen sie, und das sagen sie ganz deutlich, diese europäische Integration ist ein Projekt des sozialen Fortschritts. Ich erinnere an das Zitat, was Gabi vorhin gebracht hat. Sozusagen die europäische Revolution muss eine sozialistische Revolution sein, steht da im Text drin. Und ich will mal an vier Punkten das aufmachen, die Sie in Ihrem Text nennen. Erstens, die Eigentumsfrage muss gestellt werden. Sie sagen, ja, wir müssen mehr über Gemeineigentum, beispielsweise in den Schlüsselindustrien, bei Banken, heute würde man auch Wohnungen dazu zählen und Genossenschaften drüber nachdenken. Sie sagen zweitens, wir müssen Fragen wie eine Agrarreform nach dem Krieg sozusagen, also 43, dann eine Agrarreform auf den Weg bringen und wir müssen darüber nachdenken, wie wir die Arbeitenden am Eigentum der Betriebe beteiligen. Drittens sagen sie, wir müssen öffentliche Schulen einrichten, die dafür sorgen, dass es gleiche Chancen für alle gibt. Und wir haben es gerade gehört, das sind Themen, die uns beschäftigen heute, Stichwort Gemeinschaftsschule. Sie sagen viertens, wir müssen gesellschaftlichen Reichtum nutzen und umverteilen, um würdiges Leben für alle zu ermöglichen, egal ob die Leute arbeiten oder nicht. Das heißt, es geht da um Fragen von Mindestlohn und Mindesteinkommen. Und ich sage mal, nur an diesen Stichworten finde ich es deutlich, das sind wir, das sind linke Ideen. Und ich finde es sträflich, wenn wir diese Tradition beiseite packen, sondern ich finde, das ist eine Traditionslinie europäischer Integration, die wir als Linke uns nehmen sollten und deshalb dafür kämpfen sollten, dass dieses Europa eins des Friedens und der sozialen Gerechtigkeit wird. Und deshalb zum Schluss noch zwei Gedanken, Entschuldigung. Ich finde, erstens, ich habe mich gefreut, dass ein Teil der Anträge, die mein Bezirksverband Treptow-Köpenick in Berlin gestellt hat, zum Wahlprogramm übernommen worden sind. Aber ich finde, wir sollten noch mal alle die Nacht nutzen, nachzudenken, ob es nicht eine Lösung geben kann, entweder das Wort Frieden in den Titel unseres Wahlprogramms aufzunehmen oder tatsächlich das Friedenskapitel weiter nach vorne zu bringen. Weil ich sage mal, diese Partei wurde vor 100 Jahren gegründet oder eine der Vorgängerparteien, weil Frieden eine der entscheidenden Unterscheidungsfragen zu der anderen Partei war, von der wir uns damals gelöst haben. Und eine zweite Frage, ich finde auch, die europäische Arbeitslosenversicherung muss als ein Zielprojekt in dieses Wahlprogramm, weil sie ist wichtig für sozialen Zusammenhalt. Lieber Carsten, wir haben uns auf eine 3 Minuten Zeit. Das ist nicht solidarisch. Das Wort hat jetzt Jana Pinker und es bereitet sich vor Themen los. Liebe Genossinnen und Genossen, ich möchte gerne etwas zum Kapitel 5, Klimaschutz und ein soziales und ökologisches Europa sagen. Wir in Deutschland, wir sind das größte braunkohlfördernde Land Europas. Wir haben die größten Kohlendioxidemissionen Europas und haben natürlich als Deutschland in Europa eine große Aufgabe, den Klimaschutz
nach dem Pariser Klimaschutzabkommen zu bewältigen. Das wissen wir alle. Wir haben 4 große Reviere, die jetzt durch den Ausstiegsbeschluss der Kohlekommission betroffen sind. Davon 2 in Ostdeutschland, nämlich in Sachsen, Sachsen-Anhalt, das Mitteldeutsche Revier und das Lausitzer Revier in Brandenburg und Sachsen. Sachsens Linke hat sich schon sehr lange mit dem Kohleausstiegsszenario beschäftigt. Wir hatten dazu 2011 einen eigenen Energieparteitag, haben uns zu einem Ausstiegsdatum 2040 vereinbart. Seitdem ist natürlich das Weltklima hat sich entwickelt. Das Pariser Klimaschutzabkommen ist 2015 unterschrieben worden und wir müssen dranbleiben. Was wir aber auch brauchen, und deshalb möchte ich gerne an euch appellieren, wir haben in diesem Jahr, wir habt es gerade gehört, 2 Landtagswahlen in Ostdeutschland, die in Braunkohlegebieten stattfinden, nämlich in Brandenburg und in Sachsen. Und wenn wir Positionen in einem Europawahlprogramm niederschreiben, müssen wir sie auch in den Landtagen oder in den Regionen umsetzen können, wir müssen sie leben können und wir müssen Glaubwürdigkeit widerspiegeln können. Ich will mal 2 Beispiele nennen, wo ich sage, da hat eigentlich unsere Kommunikation gut funktioniert. Das ist einmal dieses Thema Just Transition. Wer Conny Ernst kennt, unsere Europaabgeordnete, der weiß, dass sie diesen Prozess intensiv diskutiert hat. Über das Europaparlament, in die Bundestagsfraktion, in die Landtagsfraktion, bis in die Kommunalparlamente. Wir hatten letztens erst ein Treffen in Nordrhein-Westfalen. Da gibt es eine 2. Arbeitsgruppe um Axel Trost. Da geht es noch mehr ins Detail. Da geht es bis hin zu den Brandenburger und sächsischen Genossinnen und Genossen, weil wir ja durchaus unterschiedliche Positionen haben und wir uns nicht gegenseitig die Beine wegschlagen wollen. Deshalb ist es immens wichtig, dass wir uns jetzt vereinbaren auf ein Datum eines Ausstiegs, was wir vielleicht morgen im Detail nochmal diskutieren wollen, dass wir auch leben können, dass wir umsetzen können. Denn es geht meines Erachtens nicht nur in der Nachhaltigkeit um den Klimaschutz, also um den ökologischen Aspekt, sondern auch um den sozialen Aspekt. Und die Dinge, die uns mit dem Strukturwandel in diesen Braunkohleregionen beschäftigen, die bedürfen Zeit. Wir müssen sie auch glaubwürdig umsetzen. Wir brauchen den Rückhalt in der Region. Wir müssen Prozesse entwickeln, dass die Menschen uns auch folgen. Und es geht eben nicht nur darum, dass wir Bodo Ramelow als Ministerpräsidenten wieder gewinnen können oder wieder gewählt bekommen, sondern es geht auch um eine Beteiligung Brandenburgs, unserer Linken, in einer Regierung. Und von daher müssen wir uns vereinbaren hier auf diesem Parteitag, dass wir es leben können, ein Ausstiegsszenario und einen Strukturwandel. Danke, Jana. Dann hat jetzt das Wort Thelmann Loos aus dem Landesverband Sachsen und es bereitet sich vor Karen Ley, ebenfalls aus dem Landesverband Sachsen. Und dass es jetzt hier so eine sächsische Schlagseite gibt, ist Zufall. Ich schwöre, auch wenn Karen Ley gelost hat. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, ich möchte auf so ein soziales Phänomen hinweisen. Ihr kennt das vielleicht, wenn Leute viel miteinander zu tun haben, dann haben sie manchmal mehr Streit miteinander oder es scheint zumindest so, als sie wirklich haben. Das kennt ihr vielleicht aus WGs oder so. Ich habe den Eindruck, das ist in Teilen auch bei uns der Fall und möchte deswegen zunächst erstmal bei diesem Europaparteitag das Gemeinsame betonen. Wir können, glaube ich, festhalten und ich glaube tatsächlich niemand in diesem Raum hier sieht das anders, dass die Europäische Union nicht das ist, was wir haben wollen. Und dass wenn wir sagen, Europäische Union, meinen wir auch nicht nur einzelne politische Entscheidungen, sondern wir meinen tatsächlich ihre Struktur, ihre Grundlagen und ihre Verträge. Anders gesprochen, wären die Grundlagenverträge der Europäischen Union unsere Satzung, ich wäre auch der Erste, der einen Satzungssonderparteitag beantragt. Wir hätten die Europäische Union also so nicht erfunden und wir wollen sie daher neu erfinden. Deswegen ist, glaube ich, auch der gemeinsame Nenner, der auch weitgehend unstrittig ist, dieses Sprechen vom Neustart. Soweit, so einig. Jetzt zum Dissens. Ich glaube aber, wir sollten der Europäischen Union in ihrer derzeitigen Verfasstheit unser Gegenbild entgegenhalten. Und ich glaube, dass dieses Gegenbild, damit es funktioniert, einen Namen braucht. Und ich glaube, dafür gibt es historische und auch aktuelle Beispiele. Welcher Ruf ist durch die Straßen und Plätze der Geschichte gehallt, wenn Linke ein überkommenes Staatswesen ersetzen wollten? Welchen Namen tragen die Dinge, die auch jetzt noch Bestandteil von Solidaritätserklärungen von uns sind? Die bolivarianische was? Die Union der sozialistischen Sowjet was? An die Stelle der Kaiserstandarte wollte Liebknecht was hissen? Richtig, die rote Fahne der Republik. Und der Ruf damals war auch nicht einfach nur hinfort mit dem Kaiserreich. Übrigens auch nicht Neustart des Kaiserreichs, sondern der Ruf war ein gemeinsamer. Er war hinfort mit dem Kaiserreich und her mit der Republik.
Das war auch schon damals klug gewählt, weil wenn man politisch kommunizieren will, muss man eben ein Bild zeichnen, man muss einen Begriff haben, der irgendwie ansprechend ist, um zu sagen, was man will. Und ich verstehe die Angst nicht, die ich bei Teilen in Debatten mitbekomme, die denken, die Befürworterinnen und Befürworter dieses Begriffs Republik Europa würden so eine Art neoliberalen Geheimplan vertreten, um sozusagen die neoliberalen Verwerfungen der Europäischen Union noch schlimmer zu machen oder zu verheimlichen. Ich gebe zu, ich trage hier vorne gerade Hemd, aber ich habe keinen neoliberalen Geheimplan in der Tasche. Und man kann mit nichts besser kritisieren als mit dem eigenen Projekt. Ich meine, was macht denn deutlicher, dass wir einen eigenen Entwurf und ein eigenes Gegenbild haben, als wenn wir selber nicht nur aufhören, die Europäische Union permanent mit Neustart der EU im Namen zu führen, sondern wenn wir sagen, dieses andere etwas, was wir haben, dem geben wir einen eigenen Namen und dieser Name ist Republik. Ich glaube, dass das tatsächlich gut funktioniert, dass uns das gut zu Gesicht stehen würde. Neustart, 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 das klingt nur nach Windows. Wir brauchen ein anderes Betriebssystem für diesen Kontinent. Dankeschön. Vielen Dank an Tillmann. Und jetzt hat Karen das Wort. Und es bereitet sich vor und nähert sich uns schon Klaus-Dieter Heiser von der Bundesarbeitsgemeinschaft Rote Reporterinnen und Reporter. Liebe Genossinnen und Genossen, die neoliberale Politik der EU macht auch vor Wohnungen nicht Halt. In den Niederlanden und in Schweden ist es gelungen, mit Verweis auf das Wettbewerbsrecht den sozialen Wohnungsbau empfindlich einzuschränken. Aber auch, weil die Intervention der EU bei den jeweils konservativen nationalen Regierungen auf offene Ohren gestoßen ist. Als nächstes sollte das bekannte Wiener Modell angegriffen werden. Auch das war einigen in der Brüsseler Verwaltung ein Dorn im Auge. Klar, weil dort gibt es für Spekulanten einfach deutlich weniger Platz, weil 2/3 aller Wohnungen der Stadt oder Genossenschaften gehören. Aber dort ist es gelungen, diesen Angriff zurückzuweisen. Der Bürgermeister wollte es nicht. Viele andere europäische Bürgermeisterinnen haben sich solidarisiert. Es gab ein breites Bündnis und dieser Angriff konnte zurückgewiesen werden, zum Glück. Wir brauchen eine soziale Wohnungspolitik in Europa. Wohnen ist keine Ware, Wohnen ist ein Menschenrecht. Das muss in ganz Europa gelten. Und dieses Beispiel zeigt aber auch, die Grenze zwischen Gut und Böse verläuft auch nicht exakt entlang der Grenzen, dort die böse EU, hier der gute Nationalstaat. In Brüssel gibt es, wie in allen Mitgliedstaaten, Kräfte, die dem Kapital den Griff auf das Betongold ermöglichen wollen. Aber es gibt auch in allen Mitgliedstaaten eine Bewegung, die diesen Beutezug stoppen will. Das Beste ist, die neue Mietenbewegung hat angefangen, sich in ganz Europa zu vernetzen. Ausgehend von Wien gründet sich gerade eine europäische Bürgerinitiative Housing for All, die bezahlbares Wohnen in ganz Europa sicherstellen will. Und am 6. April demonstrieren nicht nur in 9 deutschen Städten, sondern auch in Lissabon, Paris und Barcelona Menschen gegen den Mietenwahnsinn. Die Linke unterstützt diese Demonstrationen, die Linke steht an eurer Seite. Und dieser Druck wirkt. Schon alleine die Ankündigung des Volksbegehrens Deutsche Wohnen und Co. enteignen, schon alleine durch die Ankündigung kommt Bewegung in die Sache. Viele Spekulanten bekommen jetzt schon kalte Füße. Und ich freue mich, dass endlich in Bewegung in die Sache kommt. Und ich freue mich auch, dass die Linke das Volksbegehren unterstützt, auch in Berlin das Volksbegehren unterstützt, in Regierungsverantwortung. Das ist eine tolle Sache. Vielen Dank. Liebe Genossinnen und Genossen, eine breite Mietenbewegung kann neoliberale Politik stoppen, der Nationalstaat kann es nicht. Es wäre ja absurd, wenn wir angesichts des Aufstiegs von Orban und Kurz, von Le Pen und Weidel als Linke ein Zurück zum Nationalstaat predigen würden. Gerade jetzt, wo die Rechte doch den Angriff auf Europa startet, sollten wir in guter internationalistischer Tradition ein Nein zur neoliberalen Politikgestaltung der EU sagen, aber ein genauso entschiedenes Ja zu Europa und zur europäischen Integration. Diese Botschaft sollte von diesem Parteitag ausgehen.
Ich finde auch, wir können auf diesem Parteitag einen Schritt weitergehen, uns dem Gedanken der Republik Europa öffnen. Es geht ja nichts, was morgen eingeführt werden soll. Das hat ja niemand gefordert, aber es geht um eine Vision. Lasst uns doch mal darüber nachdenken, was unsere Perspektive ist. Lasst uns doch mal sagen, was unsere Vision von Europa ist. Das wäre der richtige Weg. Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Karin, der Bonner Bürgerchor hat die Vision von einer Stadtpolitik formuliert, wie ich es besser gar nicht tun könnte. Sie haben geendet mit: Bonn gehört nicht den Investoren, Bonn gehört uns. Dem sollten wir uns hier anschließen, dass die Stadt, die Städte nicht Spekulanten und Investoren gehören, sondern den Menschen und den Bürgerinnen. Und mit diesem Gruß und diesem Dank an den Bürgerchor möchte ich mich hier ganz herzlich verabschieden. Vielen Dank. Herzlichen Dank an Karin. Nochmal meine Bitte an alle, die bald reden. Eine Redezeit von 3 Minuten hatten wir miteinander vereinbart. Es hat jetzt das Wort Klaus-Dieter Heiser von der Bundesarbeitsgemeinschaft Rote Reporterinnen und Martina Michels aus dem Landesverband Berlin hält sich bereit. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, EU-Kritik von links besetzen, Interessengemeinschaft, bei der die Profite der Banken und Konzerne im Mittelpunkt stehen. Darüber, diesen Begriff der EU zuzuweisen, ist eine Binse in diesen Reihen. Und ich glaube, wir sollten uns darüber eher unterhalten, wie wir dies konkret den Menschen vermitteln, mit denen wir Politik gemeinsam entwickeln wollen. Ein Weg sind die Zeitungen, die herausgegeben werden innerhalb der Partei. Und ich denke, wir sollten gerade in diesen Wochen und Monaten die Möglichkeiten stärker nutzen, dort vor Ort konkret vor Ort auch die Probleme anzupacken. Wir können also die Zeit des EU-Wahlkampfes wieder nutzen, um die Linke weiter aufzubauen und vor Ort vor allen Dingen zu stärken. Vor 5 Jahren hatten wir die Gelegenheit in Berlin, dass am selben Tag der Volksentscheid über das Tempelhofer Feld stattgefunden hat, der erfolgreich war. Und wir hatten eine Stärkung der Wahlbeteiligung um 12%. Und auch die Linke konnte, weil sie den Volksentscheid unterstützt hat, ein deutlich stärkeres Wahlergebnis verzeichnen. Dies konnten wir gemeinsam erreichen. Nun haben wir dieses Mal nicht dieses Glück, einen Volksentscheid am selben Tag zu haben. Aber wir starten gerade in diesen Wochen mit dem Volksentscheid zur Enteignung der Deutschen Wohnen und Co. Und ich denke, auch das ist eine Möglichkeit, im Wahlkampf zum Europaparlament diese Unterschriftensammlung, diese Aktionen in die Stadt zu tragen, wo jetzt schon sehr intensiv diskutiert wird, und zwar quer durch alle politischen Lager, wird die Frage der Enteignung von Wohnungsbeständen über 3000 natürlich heftig diskutiert. Wir erleben gegenwärtig, dass europaweit agierende Immobilienspekulanten geil nach Betongold sind und gerade auch nach Berlin kommen. Aber es macht Mut, wenn sich Mieterinnen und Mieter erfolgreich dagegen wehren, dass ihr Häuserblock von einem Firmenfonds aus Dänemark zum Beispiel aufgekauft wird. Wenn wir dies unterstützen und gemeinsam erreichen, dass genau dieser Block durch Möglichkeiten, die geschaffen wurden in Berlin durch ein Vorkaufsrecht im Rahmen von Milieuschutzgebieten, in die kommunale Wohnungsverwaltung übernommen werden kann. Das ist ein Erfolg der Mieterinnen und Mieter, wo die Linke also auch ihren Anteil dran hat. Der Firmenfonds wollte die Möglichkeiten in der EU nutzen, um Profite mit der Miete zu machen. Aber der Protest von unten hat das an dieser Stelle verhindert, und das sollte uns Mut machen, auch im Europawahlkampf die Frage des Eigentums und der Rechte der Mieterinnen und Mieter, so wie wir das in dem Entwurf, den wir jetzt diskutieren werden auf dem Parteitag hier, und dass wir das eben entsprechend mit einbringen und diese Möglichkeit, diese Frage mit praktischen Erfahrungen, mit unmittelbaren Erfahrungen der Menschen, mit denen wir es täglich zu tun haben, zu verbinden. Ich denke, daran liegt die große Kraft, die wir mit dem Wahlprogramm und mit unserem Wahlkampf zur EU erreichen können. Danke. Vielen Dank an Klaus-Dieter Heiser. Es spricht jetzt Martina
Michels. Liebe Genossinnen und Genossen, ich freue mich zunächst sehr, dass der Parteivorstand vieles von unseren Änderungsanträgen zur Kultur-, Regional- und Medienpolitik, die wir zuvor breit in den Gliederungen diskutiert haben, übernommen hat. Ich bin überzeugt, damit ist die Kritik an der herrschenden EU-Politik und die Gründe, warum man sein Kreuz bei der Linken machen soll, konkreter geworden. Europa spielt sich doch vor allem vor Ort, zu Hause, in den Regionen ab. Denn sie sind es, die mit den Folgen verfehlter Entscheidungen zu kämpfen haben. Wir werden da in Brüssel zurzeit Zeuge, wie im Schatten der EU-Regionalpolitik ein Totalversagen europäischer Investitionspolitik sich abspielt. Da soll es künftig einen milliardenschweren Fonds für strategische Investitionen in WestEU genannt geben, der Kreditaufnahmen möglich machen soll oder erleichtern soll. Der Haken an der Sache ist, dass diese Mittel erstmalig anteilig auch aus den Zuweisungen aus den Regional- und Strukturfonds entnommen werden können. Und liebe Genossinnen, das sind genau die Mittel, die eigentlich zur Angleichung der Lebensverhältnisse in den Regionen bestimmt sind. Und ich nenne das ganz klar, liebe Genossinnen und Genossen, eine Privatisierung der EU-Regionalpolitik durch die Hintertür. Und deshalb fordern wir die vollständige öffentliche Kontrolle und Transparenz des EU-Fördermitteleinsatzes und eine stärkere Einbeziehung der regionalen Ebene in die Vergabe. Und auch das absurde Schuldenbremsendiktat darf nicht in die EU-Förderpolitik einziehen. Wir lehnen entschieden ab, die Verwendung von EU-Förderprogrammen für Rüstungsforschung und Produktion. Denn meine Überzeugung ist, Friedenspolitik ist mehr als Außenpolitik. Sie beginnt beim Kampf gegen den Klimawandel, der Agrarpolitik und reicht bis zur zivilen Nutzung aller EU-Fördermittel. Und genau diese Politik gibt es eben nur mit der Linken. Noch ein abschließender Satz zur EU-Urheberrechtsrichtlinie, mit der ich mich seit drei Jahren herumschlage. Was passiert, wenn dieser absurde Artikel 13 beschlossen wird? Stellt euch vor, wir gehen alle zur Demonstration am 23. März gegen den Artikel 13 und ich filme das live. In Zukunft könnte ein sogenannter Upload-Filter meine Live-Übertragung blockieren, weil ein Algorithmus ein Bild auf einem Plakat oder einen Klingelton fälschlicherweise als Urheberrechtsverletzung erkannt hat. Meine Live-Übertragung wird geblockt und wäre bis zum Ende eines Streitbeilegungsverfahrens nicht mehr abrufbar. Ich sage ganz klar, das ist Zensur und Überwachung in einem. Diese Position gehört in unser Europawahlprogramm und auf die Straße. Am 23. März demonstrieren wir Liebe Europa, Martina. Ich bin mein letzter Satz. Am 23. März demonstrieren wir europaweit gegen Zensurmaschinen, gegen den Artikel 13. Ich gehöre zu den Erstunterzeichnerinnen dieses Aufrufes. Ich zähle auf euch. Danke an Martina. Eigentlich hatten wir ja gedacht, dass die Drohung mit dem Saaldienst Wirkung zeigt, aber ich glaube, wir müssen noch einen drauflegen. Ich hatte vergessen, Torge Demizell aus dem Landesverband Schleswig-Holstein anzukündigen. Ich hoffe, er ist in der Nähe und sieht es mir nach. Jawohl, hat geklappt, kann gut lesen. Und es bereitet sich vor Sabine Lösing aus dem Landesverband Niedersachsen. Ja, liebe Genossen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde. Ich muss leider gestehen, den Programmentwurf halte ich für nicht gelungen. Wenn wir diesen Entwurf, so wie wir hier im Antragsheft verabschieden würden, dann würden wir uns in den Topf mit dem Einheitsbrei von CDU, CSU, FDP, SPD und Grün werfen.
In Zeiten wie diesen, wo die CDU CSU auf steilen Kuschelkurs mit den Rassisten und Nazis der AfD ist und FDP, SPD und Grüne voneinander kaum noch zu unterscheiden sind, müssen wir einen unterscheidbaren Kurs als einzig wahre Alternative zu den anderen Parteien fahren. Liebe Genossinnen und Genossen vom Parteivorstand, dieser Entwurf halte ich für den falschen Weg. In der Präambel unseres Grundsatzprogramms steht: Die Linke als sozialistische Partei steht für Alternativen für eine bessere Zukunft. Und wie könnte man als demokratischer Sozialist stolzer sein, und ich denke, das geht vielen hier auch so, als in einer Partei Mitglied zu sein, die diesen Satz als ersten Satz in der Präambel hat. Nun, wenn wir aus diesem ersten Satz herausgehen, finde ich im Entwurf nicht wieder. Wir dürfen auf keinen Fall unsere Grundwerte für eine Wahl über den Haufen werfen. Stattdessen sollten wir Worte wie demokratischer Sozialismus und sozialistische Alternative zu den herrschenden Verhältnissen wieder klar in den Mund nehmen. Die Folgen vom Abkommen der eigenen Werte haben wir in Europa, aber auch bei uns gesehen. In Dänemark haben so ziemlich alle Parteien das Nazi-Mundwerk der Rechtspopulistinnen zum Thema Flucht und Migration übernommen und sind damit krachend gescheitert. In Schweden hat der konservative Block, aber auch die rot-grüne Minderheitsregierung es probiert und ist bei der Wahl im vergangenen September abgestürzt, so wie hier in Deutschland die SPD. Viel eher sollten wir aber auch Respekt vor unseren Wählerinnen und Wählern uns nicht verbiegen, denn das sind die Menschen, die an uns glauben, die mit uns kämpfen, weil sie für eine bessere und gerechtere Welt mit uns kämpfen. Und wenn wir die vor den Kopf stoßen, dann haben wir auch kein Recht mehr, uns über die anderen Parteien zu beschweren. Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Delegierte, bitte stimmt hier auf diesem Parteitag allen Änderungsanträgen zu, die dazu beitragen, dass das Programm kämpferischer wird und mehr nach sozial-ökologischerer Zukunftsvision klingt. Lasst uns die Welt, Europa und die Bundesrepublik Deutschland durch eine klare Haltung verändern. Lasst uns klare Kante zeigen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank an Torge. Auch für die Punktlandung, und es hat jetzt das Wort Sabine Lösing. Es bereitet sich vor Stefan Liebig aus dem Landesverband Berlin. Liebe Genossinnen und Genossen, viele von euch, viele von uns werden die nächste Zeit unsere Partei im Europawahlkampf vertreten. Als Kandidatinnen und Kandidaten, viele an Infoständen auf der Straße. Ständig werdet ihr dann mit dem inszenierten Widerspruch konfrontiert werden, pro-europäisch oder anti-europäisch zu sein. Auch hier in der Partei läuft das oft. Liebe Genossinnen und Genossen, das ist nur ein geschicktes Manöver, um von Inhalten abzulenken. Oder noch schlimmer, wir werden gefragt, ein europäisches Lebensgefühl zu transportieren. Was um alles in der Welt soll das sein? Ein europäisches, das ist also ein nicht-afrikanisches oder ein karibisches. Ich habe übrigens eher ein karibisches Lebensgefühl oder ein kubanisches oder wie auch immer. Und immer wieder, man wolle durch die EU den Nationalstaat überwinden. Will man das mit einem super Nationalstaat, mit Europe first, so wie es damals Barroso in seiner Antrittsrede sagte, mit Softpower weltweit eine Politik zum Vorteil der europäischen Wirtschaft durchsetzen? Oder Juncker, der sagte, dafür reicht Softpower nicht, da müssen wir bereit sein, militärisch ranzugehen. Europe first. Das heißt, wir Europäer und nicht die anderen. Das heißt, wenn die anderen nicht so wollen, wie wir wollen, dann sind wir eben gegen die anderen. Dies ist zurzeit die falsche Debatte. Wir müssen diese falsche Debatte überwinden und die richtigen Fragen stellen und die Mythen entzaubern. EU als Friedensprojekt? Fragezeichen. Die EU der Werte? Fragezeichen. Raum der Freiheit und des Rechts, Raum des Schutzes? Für wen? Mehrheiten für eine andere europäische Politik, eine andere internationalistische, linke Politik bekommen wir nur, wenn wir sagen, was ist. Und ich verstehe diejenigen, die eine europäische Utopie wollen.
Unter den gegenwärtigen Bedingungen aber kann und wird eine Republik Europa ein imperiales Gebilde sein mit all den Gefahren. Sprechen wir neu über die EU, suchen und finden wir Mehrheiten, um mit dem Neoliberalismus zu brechen. Dann klappt's auch mit der Utopie. Vielen Dank. Danke an Sabine Lösing. Es hat jetzt das Wort Stefan Liebig und es bereitet sich vor Sarah Bodeberg aus dem Landesverband Sachsen. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, das ist ja jetzt ein schönes Kontrastprogramm. Also ich werde ungefähr das Gegenteil erzählen von dem, was Sabine findet. Ich glaube nicht, dass es einen konstruierten Widerspruch gibt, sondern dass es einen ganz realen Widerspruch gibt. Und ich glaube auch, dass es ein reales europäisches Lebensgefühl gibt. Und darüber möchte ich jetzt mal sprechen. Ich bin ja so alt, dass ich noch die 80er Jahre des letzten Jahrhunderts erlebt habe, und zwar damals in der DDR. Wir konnten nicht in so viele Länder reisen, aber in ein Land konnten wir reisen, nämlich in die GSSR, sogar visafrei. Und ich kann mich noch erinnern, wie wir da mit unseren Trabis, ich mit meinen Eltern und meinen Schwestern, in langen Schlangen gestanden habe, weil jedes einzelne Auto kontrolliert wurde. Und es ist schon ein Unterschied, wenn man dann 30 Jahre später seinen Urlaub am Balaton macht und von Deutschland nach Tschechien, in die Slowakei und nach Ungarn fährt und nur anhalten muss, weil man eine Mautplakette braucht oder weil man Hunger hat. Das ist europäisches Lebensgefühl. Das ist ein Unterschied. Und ich bin froh, dass wir da jetzt sind. Und wir haben zum Glück viele, viele Mitglieder in unserer Partei, die so jung sind, dass sie das alles gar nicht mehr kennen. Dass sie ein Europa mit Schlagbäumen und Grenzen nicht mehr kennen. Und das ist gut. Und deswegen sollten wir alle gemeinsam dafür kämpfen, dass wir ein offenes Europa haben, und zwar offen nach innen und offen nach außen. Und diese Europäische Union, die wird angegriffen. Die wird angegriffen von Rechten und Rechtsradikalen. Die wollen diese Europäische Union zerstören und zurück zu vermeintlich guten alten Zeiten, die es so niemals gegeben hat. Strache, Salvini, Le Pen, Gauland, ihr kennt sie alle. Und da ist doch klar, was unsere Aufgabe ist. Wir müssen uns denen entgegenstellen. Wir dürfen doch nicht Europa den Nationalisten überlassen. Hier steht eines dran: Erkämpft das Menschenrecht. Ihr wisst doch, wie der Text geht. Das steht nicht davor: Der Nationale erkämpft das Menschenrecht. Da steht: Die Internationale erkämpft das Menschenrecht. Das ist unser Job. Und übrigens, das wird uns nicht von irgendwem aufgeschwatzt. Das sehen unsere Wählerinnen und Wähler ganz genauso. Es gab gerade vor wenigen Tagen eine Umfrage der ARD. Und ich war selber überrascht. Ich wusste schon, dass wir pro-europäische Wählerinnen und Wähler haben. Aber dass wir auf Platz 2 hinter den Grünen sind und 73% unserer Wählerinnen und Wähler wollen, dass die Zusammenarbeit in der Europäischen Union vertieft werden. Das darf uns doch nicht kalt lassen. Das ist die Realität. Also, unser Job ist es, die Europäische Union zu retten und nach links zu verschieben. Und wenn ich dann manchmal gefragt werde, was nach links verschieben heißt, na, zum Ersten, dass wir eine starke europäische linke Fraktion im EP bekommen, und zum Zweiten, dass wir mehr linke Regierungen in Europa haben, zum Beispiel so eine Regierung wie in Portugal. Das Beste, was wir hier tun können, ist, dass es in Deutschland endlich eine andere Politik und eine andere Regierung gibt. Das würde für Europa das Beste tun und nicht darüber zu reden, dass diese Debatten alle nicht real sind. Sie sind sehr real und wir müssen auf diese Debatten einsteigen. Dankeschön. Danke, Stefan. Es spricht jetzt Sarah Bodeberg aus Sachsen und es bereitet sich vor Sebastian Rawe aus dem Landesverband Bremen. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, ich kann so ein bisschen bei dem Lebensgefühl, von dem Stefan gerade gesprochen hat, anknüpfen. Ich habe vor ein paar Tagen mit dem Genossen Lars Kleber, den ich übrigens am Livestream grüßen will, gesprochen über unser Bild von Europa. Und da ist mir noch mal so ein bisschen bewusst geworden, dass ich auch schon eigentlich zu einer Generation gehöre, die mit so einer Selbstverständlichkeit von Europa aufgewachsen ist, mit offenen Grenzen, nach innen wohlgemerkt offene Grenzen. Auslandssemester habe ich jetzt selber nicht gemacht, aber ich hatte immer so Erasmus-Austausch-Studierende bei mir in der WG wohnen aus Frankreich und aus Schweden.
mit einer einheitlichen Währung. Das ist für mich alles Selbstverständlichkeit und die Generation, die danach kommt, für die ist es noch viel mehr Alltag. Europa ist heute Alltag und das sieht man halt eben auch an verschiedenen Bewegungen, die es gibt. Zum Beispiel, dass die Beschäftigten von Ryanair ihre Arbeitskämpfe über die nationalen Grenzen hinweg führen müssen und dann eben auch führen. Aber auch ganz aktuell, dass SchülerInnen demonstrieren europaweit gegen den Klimawandel, weil es natürlich auch ein Thema ist, was uns nicht als Nationalstaaten betrifft. Europa findet also statt und ich glaube, dass ein Zurück gar nicht mehr möglich ist. Das heißt dann natürlich, es geht vorwärts, aber das will ich auch ganz klar sagen, vorwärts ist keine Richtung. Wir müssen dann schon deutlich machen, wo wir eigentlich hinwollen, dass wir Europa gestalten wollen als eine Sozialunion, als eine Union des Gemeinwesens und natürlich auch als eine Friedensunion. Und ich bin der Meinung, dass wir uns das Thema auf gar keinen Fall wegnehmen lassen dürfen, aber das passiert eben gerade, wenn wir jetzt nicht mal klar sagen, wohin es eigentlich gehen soll. Und dabei liegt es an uns, positiv über Europa zu reden, und zwar auch bei dem, was aktuell in Europa passiert. Ich möchte nur mal ein Beispiel nennen, nämlich das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, besser bekannt als Istanbul-Konvention. Das ist geltendes Recht, das ist auf europäischer Ebene ausgehandelt worden. Das ist ein großer Erfolg. Das ist zwar ratifiziert worden in Deutschland, wird aber nicht in nationales Recht umgesetzt. Also stellen wir uns im Landtag hin, haben wir in Sachsen auch gemacht, und fordern das ein, dass das umgesetzt wird. Und wer dagegen polemisiert, ist die AfD und übrigens auch die CDU. Und wer hier sagt, dass wir Angst haben müssen vor einem Europa der Nationen unter den Vorzeichen der Mehrheitsverhältnisse, dann sage ich, naja, aber zurück zu den Nationalstaaten kann es wohl auch nicht sein angesichts der Verhältnisse. Wir müssen sowieso für soziale Gerechtigkeit kämpfen, dann können wir das auch gleich europaweit tun. Also lasst uns an die bestehenden Bewegungen anknüpfen, lasst uns die Kämpfe für soziale Gerechtigkeit und die emanzipatorischen Kämpfe über die Landesgrenzen hinweg verbinden und keine Schreckensbilder mehr malen, sondern lasst uns streiten für eine linke Vision und für eine Republik Europa. Denn Angst, liebe Genossinnen und Genossen, Angst machen schon die anderen. Vielen Dank. Vielen Dank an Sarah. Und jetzt spricht Sebastian. Liebe Genossinnen und Genossen, in den letzten Tagen musste ich mich öfter fragen, was ist eigentlich dieses Friedensprojekt? Was ist das für ein Friedensprojekt, in dem Milliarden für einen europäischen Verteidigungsfonds ausgegeben werden? Oder was ist das für ein Friedensprojekt, in dem mit PESCO eine europäische Armee vorbereitet wird? Oder was ist das für ein Friedensprojekt, in dem jedes Jahr tausende Flüchtlinge an den Außengrenzen ersaufen? Und das sind, glaube ich, auch keine Ausrutscher von einem internationalen Friedensprojekt. Und ich glaube, das ist eigentlich das Ergebnis von dem Grundgedanken der EU, liebe Genossinnen und Genossen. Egal, ob es die Montanunion oder die EWG oder die EU ist, es ging immer darum, der Wirtschaft einen größeren Binnenmarkt zu schaffen, und zwar auch und vor allem in Konkurrenz zu anderen wirtschaftlichen Großmächten. Und deswegen sind auch die Grenzen nach innen zwar offen und es gibt keine Schlagbäume mehr und so weiter, aber nach außen dafür umso geschlossener, lieber Stefan Liebig. So. Und also vom Europa ohne Schlagbäume zu reden und dann aber ein bisschen zu vergessen, wie die Außengrenze aussieht, vielleicht mal einen Blick nach Melilla werfen, also mit Stacheldraht und allem drum und dran, das ist wirklich nicht besonders schön da. Die EU ist ein Projekt von oben und sie ist internationalistisch höchstens im Sinne der Deutschen Bank. Die neoliberalen Diktate der EU sorgen dafür, dass das deutsche Kapital nach ganz Europa mit seinen Waren überschwemmen kann. Die unschlagbaren Lohnstückkosten dank dem deutschen Niedriglohnsektor sorgen dafür, dass nicht nur deutsche Autos und deutsche Waffen und Discounter-Lebensmittel überall hin exportiert werden, sondern eben auch die beliebten Kassenschlager Agenda 2010 und Hartz IV. Und das heißt nicht, dass wir irgendwie zurück zum Nationalstaat wollen oder den Kampf um Verbesserungen in der EU aufgeben wollen. Aber liebe Genossinnen und Genossen, wir können uns doch nicht auf diese EU positiv berufen. Sie ist und bleibt undemokratisch, neoliberal und militaristisch. Und ich glaube, sie kann auch nicht neu gestartet werden wie ein Computer, der beim Neustart ja dann auch tatsächlich nicht anders aussieht als vorher. Muss überwunden werden und durch ein solidarisches, friedliches, sozialistisches Europa von unten ersetzt werden.
Und wir sollten uns, glaube ich, auch gar nicht den Kopf darüber zerbrechen, über EU-Förderprogramme oder den Neustart von Verträgen, die sowieso von oben kommen. Wir brauchen diese Perspektive von unten. Und die fehlt im Moment. Europa ist übrigens nicht die EU. Europa sind auch Menschen in Griechenland, die sich gegen die Troika wehren. Und damit meine ich ausdrücklich nicht Syriza. Europa sind streikende Ryanair-Mitarbeiterinnen und so weiter. Und es braucht da eine internationale Zusammenarbeit von unten, Koordination von Streiks, kämpferische linke Parteien und Gewerkschaften, die keine Papiertiger sind. Das, liebe Genossinnen und Genossen, ist eine Perspektive von unten, die im Moment fehlt, die sowohl in der Idee von der Republik Europa fehlt, als auch bei dem Neustart. Dankeschön. Dank an Sebastian. Daphne Weber vom Studierendenverband ist die Nächste. Ich sehe, sie hat es mitgekriegt. Ich habe nämlich vergessen, dich anzukündigen. Und es macht sich bereit Tobias Schulze aus dem Landesverband Berlin. Ja, servus. Mein Name ist Daphne Weber aus dem Sozialistisch-Demokratischen Studierendenverband SDS. Ich bin 23 Jahre alt und somit gehöre ich zu dieser ominösen Jugend, von der immer alle reden. Und ich finde es ein bisschen komisch, dass wir als Jugend für alle möglichen unbegründeten Thesen und Postulate herhalten müssen. Zum Beispiel eben jüngst dafür, dass eine Republik Europa her müsse und deshalb das auch in unserem Wahlprogramm festgeschrieben werden soll. Lasst mich richtigstellen. Wir, die Jugend, wollen keineswegs neue Schlagbäume oder Grenzkontrollen in Europa. Aber wir sind auch nicht ganz bescheuert und lassen uns nicht von Interrail-Tickets und Erasmus-Versprechen an die Kandare nehmen und einkaufen für eine EU, die in ihrer Wesensstruktur undemokratisch, neoliberal und militaristisch ist. Die Jugend weiß, was Austeritätspolitik dieser EU in Griechenland angerichtet hat. Die Jugend weiß, was Lohndumping und Entrechtung am Arbeitsplatz immer noch anrichten. Und wir wissen auch, dass im Jahr 2018 allein über 2000 Menschen direkt an den EU-Außengrenzen durch unterlassene Hilfeleistung gestorben sind. Wenn wir einen positiven Bezug zu Europa herstellen wollen, dann doch bitte zu den kämpfenden Menschen, zu den transnational Streikenden bei Ryanair zum Beispiel, zu den streikenden Frauen in Spanien und Polen und zu den Kämpfen der Griechinnen und Griechen gegen die Austeritätspolitik. Diese Menschen sind unsere Bezugspunkte und unsere Hoffnung als Jugend und nicht irgendwelche verkrusteten Institutionen, die an dieser Weltordnung beteiligt sind und eigentlich nur zu dem Zweck errichtet wurden, dass Europa auch irgendwie ein imperialer Player in der Weltpolitik sein kann. Und wenn wir als Linke Partei dieser Kämpferinnen und Kämpfer sind, dann werden wir auch Partei der Jugend sein. So müssen wir im Parlament auftreten und kämpfen, im Wahlkampf, auf der Straße, in unseren Gremien. Wir als Jugend sagen, Geschichte wird gemacht und ich hoffe, ihr seid auch dabei. Vielen Dank an Daphne. Und bevor Tobias Schulze aus Berlin zu uns spricht, die Bitte an die Gäste auf der Besuchertribüne. Also ein internationaler Gast hat sein Telefon verloren und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf der Besuchertribüne. Und Sie sind gebeten, einmal links und rechts und unten drunter zu gucken, ob sich das Telefon vielleicht anfindet. Tobias Schulze, du hast das Wort. Dankeschön. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, wir müssen uns aber schon entscheiden, ob wir Europa verändern oder ob wir es zerstören wollen. Das sind zwei verschiedene Sachen. Und dazu möchte ich meine Geschichte erzählen. Ich bin Abgeordneter in Berlin. Zu mir kam neulich ein junger Mann aus meinem Wahlkreis und sagte zu mir, er ist mit einer Britin verheiratet. Die hat sowohl Familie mit einer zu pflegenden Oma in Manchester wohnen, als auch ihren Arbeitgeber in Manchester wohnen. Und sie hat jetzt ein Schreiben bekommen vom Berliner Landesamt für Ausländerangelegenheiten. Da steht drin, dass sie jetzt 3 Monate eine Übergangszeit hat. Und in diesen 3 Monaten darf sie das Land nicht verlassen, also Deutschland. Weil sie kann danach nicht wieder einreisen im Falle eines harten Brexit.
Und dieser harte Brexit, der für diese Familie zu ziemlich krassen Folgen führt, nämlich die kann ihren Arbeitgeber nicht besuchen und die kann ihre zu pflegende Oma nicht besuchen. Das ist europäische Realität, das ist Alltag. Das ist das ganz Normale der Menschen, die jetzt inzwischen in unseren Städten leben. Da gibt es diese Grenzen nicht mehr. Und dieser harte Brexit, der möglicherweise in den nächsten Wochen kommt, der ist die Folge von krassem Populismus. Und da haben Leute einfach gezündelt in Großbritannien. Und viele Engländer und viele Briten haben aus ganz diffusen Gefühlen heraus entschieden, dass sie jetzt mal aus der EU austreten wollen. Mit verheerenden Folgen, nicht nur für sie selbst. Und gerade für die Ärmsten der Menschen in Großbritannien hat das Ganze verheerende Folgen. Sondern auch für den Rest Europas mit verheerenden Folgen. Und die Populisten, die das da angezettelt haben, die haben sich über diese Folgen überhaupt keine Gedanken gemacht, wie man jetzt sieht. Und ich finde, zündeln kann man mit solchen Dingen wie der Europäischen Union nicht. Man kann sie verändern, man kann um sie kämpfen, man kann versuchen, sie anders zu machen und gerechter zu machen. Aber auch so ein Gebilde wie die Europäische Union hat nie nur kapitalistische Seiten, ist nie nur neoliberal, hat auch ganz viele andere Seiten, die es zu erhalten gilt. Und deswegen lasst uns doch auf den Weg machen, diese Europäische Union zu verändern, auch radikal zu verändern, das ist alles in Ordnung. Aber lasst uns nicht zündeln mit einem solchen Gebilde, das vielen Menschen heutzutage ihr Leben ermöglicht, das muss man mal klar sagen. Da geht es zum Beispiel auch um die vielen Menschen aus Griechenland und Spanien und Italien, die jetzt in meine Heimatstadt Berlin kommen, um dort zu arbeiten. Ja, die sind Opfer der Wirtschaftskrise geworden in ihren Ländern. Ja, die EU hat ihren Anteil an der Wirtschaftskrise. Aber wenn wir die Freizügigkeit nicht hätten, dann dürften die gar nicht zu uns kommen. Und ich finde, die Arbeitnehmerfreizügigkeit ist die Gretchenfrage in der Europapolitik. Wer populistisch agiert, der ist gegen die Arbeitnehmerfreizügigkeit. Und ich finde, es ist ein Menschenrecht, sich zu bewegen ohne Grenzen in Europa. Und dieses Menschenrecht steht für uns im Mittelpunkt, glaube ich, unserer Europapolitik. Und daran sollten wir festhalten. Und wenn wir jetzt nach Europa gehen und in den Europawahlkampf gehen, dann sollten wir den Menschen sagen, dass wir eine Vision haben von einem Europa, das pragmatisch ist und dass wir eine pragmatische Europapolitik haben, dass wir für den Frieden in Europa sind, dass es auch ein Friedensprojekt ist, dass wir zwischen den Staaten keine Kriege mehr haben. Das sollten wir den Menschen sagen. Wir sollten versuchen, sie mitzunehmen. Aber wir sollten ihnen nicht die Ängste, die ihnen die Rechten einreden, auch noch größer machen. Das ist brandgefährlich. Dankeschön. Danke an Tobias. Es spricht jetzt Christiane Ramann von der Europäischen Linken. Und es macht sich bereit, bitte, Paul Gruber von der Linksjugend. Liebe Genossinnen und Genossen, wir diskutieren hier über unser Europawahlprogramm und die Perspektive für Europa in dem Rahmen, wie das eine Partei macht. Das heißt, es ist etwas monatelang vorgelegt worden, in den Basisorganisationen diskutiert, Anträge sind gestellt worden, transparenter Prozess. Ob dabei immer das herauskommt, was man will, ist eine andere Frage. Aber es läuft ja längst ein zweiter Film. Es wird ja über Europa diskutiert als die Position der Linken, weil recht bekannte Europapolitiker nicht 6 Wochen vorher mal ihre Ideen in die Partei eingebracht haben, sondern weil sie vor die Bundespressekonferenz gegangen sind, ganz kurzfristig vor dem Parteitag. Und sie sind ja nicht vor die Bundespressekonferenz gegangen, um als 5 Menschen zu gestehen, wir sind Europäerinnen und Europäer, sondern sie sind für die Bundespressekonferenz gegangen, um Druck zu machen. Um Druck auf die Entscheidung dieses Parteitags, um Druck auf das, was in der Presse berichtet wird, schon vor der Parteitag zu Ende ist. Und dieses Verfahren finde ich nicht fair. Denn in einem Diskussionsprozess über ein Programm, da sind wir als Genossinnen und Genossen erstmal alle nur gleich und haben gleiche Rechte und Chancen. Also ich finde das Verfahren nicht nur nicht fair, sondern ich finde vor allen Dingen nicht fair, dass Sie Druck für eine Richtung machen. Und diese Richtung kritisiere ich und da werde ich nur einen Punkt mehr rausgreifen aus Ihrem Papier. Sie sagen, also allein schon, es ist Europa apologetisch in einer Art und Weise, wie es unsere Partei noch nie war und die Europäische Linkspartei, die ich mit gegründet habe, auch nicht, nie war. Das erkennt man schon daran, dass gesprochen wird von Europa, wenn die EU gemeint ist. Aber das ist ja gerade das Problem heute in Europa, dass wir Russland aus der Konstruktion Europas nach dem Zusammenbruch der Blöcke ausgespart haben.
Das ist die Ursache der vielen Probleme, die wir heute in Europa haben. Und dann einfach nur noch diesen Tunnelblick zu haben und zu sagen, die EU ist Europa, ist völlig falsch. Die EU ist auch kein Friedensprojekt. Die EU ist nicht entstanden, weil irgendjemand Frieden in Europa machen wollte. Die EU ist entstanden, um die Wiederbewaffnung Deutschlands hinzukriegen. Das ist ihre Geschichte. Das ist die Geschichte der Kohle- und Stahlunion, aus denen dann die EWG als Antwort auf und so weiter entstanden ist. Und das zu sagen, Europa ist ein Friedensprojekt, Europa führt keine Kriege mehr untereinander. Ja, was war denn das mit Griechenland? Was war das? Kein Wirtschaftskrieg? War das kein Finanzkrieg? Es wird hier abgeklingelt. Also, die Autoren schreiben, die Wirtschaftsfreiheit ist in die DNA der EU eingeschrieben. Ich sage, der Militarismus ist in die DNA der EU eingeschrieben. Und wer diese Realität nicht zur Kenntnis nimmt und nicht ausspricht, der verliert auch das Verhältnis zu den Menschen, die nämlich in dieser Realität leben und die so wahrnehmen. Dankeschön. Ich will das nicht, dass wir das verlieren. Dankeschön. Herzlichen Dank an Christiane. Jetzt hat Paul das Wort und es bereitet sich vor Inge Höger aus dem Landesverband Nordrhein-Westfalen. Ja, hallo, ich bin Paul vom Jugendverband Linksjugend Solid und ich möchte eins klarstellen. Die Konservativen haben die Europawahl, die demnächst folgt, längst zur Schicksalswahl für die Zukunft Europas erklärt. Ihre Strategie ist dabei klar. Die einzige Alternative zu einem möglichen Rechtsruck, den wir in Europa vielleicht erleben werden, ist die Beibehaltung ihres Status quo. Sie spielen die alte Leier von Alternativlosigkeit der Verhältnisse. Aber jetzt halt mit einer Melodie, die vor einem Rechtsruck warnt, werden sie doch selber die größten Rassisten sind. Das Grundthema bleibt aber gleich. Zur Politik der vergangenen Jahrzehnte, also einer Politik des Marktes statt der Menschen, einer Politik der Auf- statt der Abrüstung, einer Politik der Grenzzäune statt der sicheren Fluchtwege, gibt es keine Alternative, jedenfalls keine progressive. Aber die Realität innerhalb der Europäischen Union und generell in Europa sieht aber längst ganz anders aus. Überall in Europa haben Menschen genau dieser vermeintlichen Alternativlosigkeit den Kampf angesagt. Seien es transnationale Streiks wie bei Ryanair oder aber die Proteste für das Recht auf Schwangerschaftsabbruch in Irland oder Polen. Oder seien es die Aktionen von Ende Gelände, bei denen Menschen aus ganz Europa zusammenkommen und eine ganz andere Erfahrung machen, um für Klimagerechtigkeit zu streiten. Oder auch dabei genannt die jüngsten Demos der Schülerinnen bei Fridays for Futures in ganz Europa. Es geht dabei um einen schnellen europäischen Kohleausstieg, und zwar einer, der weit vor 2038 liegt. Einen schnellen Kohleausstieg. In all diesen Kämpfen, die ich gerade erwähnte, wird die Möglichkeit eines solidarischen Europa aufgemacht. Sie brechen dabei gleichzeitig radikal mit dem Status quo und erteilen den Obers, Le Pen und Gaulands eine klare Absage. Als junge Linke sind wir Teil dieser Kämpfe. Und deswegen haben wir auch unsere Kampagne zur Europawahl Kämpfe für ein solidarisches Europa genannt. Denn von einem solidarischen Europa, einem Europa der sicheren Fluchtwege, der ernsthaften Energiewende, einem Europa der Arbeitnehmerinnenrechte und einem Europa der Frauen oder einem Europa der Frauen, in dem sie selbst über ihre Körper entscheiden können, wollen wir nicht nur träumen, sondern dafür müssen wir kämpfen. Wir mit unseren internationalen Partnerinnen in Bewegungen und nicht zuletzt mit euch als Partei Die Linke. Wir sind das solidarische Europa, das gemeinsame Europa. Und liebe Genossinnen und Genossen, wir wollen aber auch glaubhaft sein. Im Kampf um ein solidarisches Europa wollen wir nicht denjenigen die Knüppel in die Beine werfen, die dafür kämpfen auf der Straße. Jedes neue Polizeigesetz, jede Schärfung, sei sie vermeintlich noch so gering, ist genauso ein Knüppel. Und deswegen rufe ich unseren Brandenburger Genossinnen und Genossen zu, ihr müsst dieses Polizeigesetz vehement stoppen. Und deswegen lasst uns morgen einen Dringlichkeitsantrag, der sich genau gegen dieses Polizeigesetz in Brandenburg richtet, auch stoppen und als Partei ein klares Signal aussenden, dass wir glaubhaft sind in dieser Frage. Dankeschön.
Danke, Paul. Inge Höger hat das Wort. Und es bereitet sich vor Freke Over aus Brandenburg. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, die EU ist ein neoliberales Gebilde und von einem sozialen und friedlichen Europa weit entfernt. Daran gibt es einfach nichts zu rütteln, auch wenn viele es sich anders wünschen. Und wir Linken, wir haben das bereits in unserem Erfurter Grundsatzprogramm festgestellt, dass die EU neoliberal, undemokratisch und militaristisch ist. Wir haben es auf dem Magdeburger Parteitag bestätigt. Gucken wir uns das doch noch mal genauer an. Undemokratisch ist die EU, weil das Europäische Parlament kaum Rechte hat. Es kann keine Gesetzentwürfe einbringen. Vor allem aber sind auch die Abgeordneten im Europäischen Parlament an die EU-Verträge und die EU-Verfassung gebunden. Wahlergebnisse zählen nicht viel. Das hat der Schäuble damals nach den Wahlen in Griechenland für Syriza gesagt, als die verhandeln wollten über die Austeritätspolitik. Da hat er gesagt, es gelten die Regeln. Ihr könnt wählen, was ihr wollt. Die EU ist neoliberal. Auch das ist in ihrer Verfassung, in ihren Verträgen verankert. Es sind die unternehmerischen Grundfreiheiten, die vier Freiheiten für Kapital, Waren, Dienstleistungen und für Arbeitnehmerfreizügigkeit. Aber die gilt schon mal nicht mehr für alle. Für Roma und Sinti zum Beispiel, das erleben wir gerade auch in Nordrhein-Westfalen, gilt sie nicht. Der liberalisierte Binnenmarkt ist eine große Freihandelszone für EU-Kapital. Ihr Ziel ist es, die stärkste Wirtschaftsmacht weltweit zu werden. Keine soziale Macht, sondern eine Wirtschaftsmacht. Und dann Friedensprojekt. Ja, aber die Militarisierung ist bereits im Vertrag von Lissabon festgeschrieben. Auch da hieß es schon, dass es eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik gibt. Die Mitgliedstaaten sind zur Aufrüstung verpflichtet. Jetzt wurde noch PESCO als EU-Rüstungsunion gegründet, wo ganz viele Milliarden für eine einheitliche Militarisierung, für einheitliche Ausrüstung bereitgestellt werden. Eine europäische Armee ist im Gespräch. Und Frontex. Frontex ist keine Organisation zur Rettung von Flüchtlingen, auch wenn manche Politikerinnen das so hinstellen wollen. Frontex ist eine Militarisierung der Außengrenze, um Flüchtlinge aus Europa abzuhalten. Und was habe ich dann davon, wenn es heißt, es gibt keine Schlagbäume mehr in Europa? Wenn es Zäune gibt an den Außengrenzen, wenn es Frontex gibt, wenn massiv aufgerüstet wird gegen den Rest der Welt. Das EU-Regime und die maßgeblich von der deutschen Bundesregierung durchgesetzte Sparpolitik haben die Spaltungslinien in der EU massiv vertieft. Wenn die EU auseinanderbricht, liegt dies nicht an Links- oder Rechtspopulisten, sondern an der offiziellen Politik der EU-Institutionen und den neoliberalen Kern der EU-Verträge. Und liebe Genossinnen und Genossen, wenn hier steht, die Linke kämpft für das Menschenrecht, die Internationale kämpft für das Menschenrecht, genau dann müssen wir sagen, Schluss mit Freihandel, Ausbeutung, Klimawandel und Kriegen für ein Europa von unten, das auf Solidarität setzt, für ein Europa des Humanismus, der Menschenrechte, der Remilitarisierung und des Umweltschutzes. Liebe Inge, du müsstest zum Schluss. Das war mein letzter Satz. Es hat jetzt das Wort Freke Over aus Brandenburg und es bereitet sich vor Sarah Mayer aus Berlin. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Inge, die EU ist unsozial, sie ist an gewissen Punkten asozial, sie dient dem Kapitalismus, aber darüber müssen wir uns doch nicht streiten. Worüber wir uns streiten müssen, ist unsere Vision für ein anderes Europa. Und ich finde es wichtig, dass wir den vielen Menschen, egal ob sie jung oder alt sind, die 70 Jahre Europa mit sehr viel Frieden zu schätzen wissen. Und den vielen Menschen, die jung oder alt sich als Europäer fühlen, eine Vision mit auf den Weg geben. Unsere Vision von einem sozialen und einem demokratischen Europa. Und dann sage ich, dass sozusagen der Begriff der Republik Europa könnte diese Vision beschreiben. Es ist eben etwas anderes als die Vereinigten Nationalstaaten des Kapitalismus, die wir jetzt haben. Und eine Republik Europa, die muss natürlich friedlicher sein als die EU. Und sie muss deutlich größer sein, als die EU es heute ist. Es soll ja eine Republik Europa sein.
Aber, liebe Genossinnen und Genossen, ich möchte gerne noch zu einigen anderen Punkten unseres Wahlprogramms sprechen. Dem Flugverkehr. Also nicht wegen den Pferden und den Kühen heute, sondern der Frage, ob wir klare Botschaften senden von hier aus. Zum Beispiel ein Verbot von Kurzstreckenflügen. Das wäre mal eine ganz klare Ansage. Wir sagen, wir wollen sie reduzieren. Warum sagen wir nicht, keine Flüge unter 1000 Kilometern? Na gut, 800 könnten wir uns auch drauf einigen. Und, liebe Genossinnen und Genossen, schauen wir uns doch mal die Billigfliegerei an. Die Billigfliegerei, die findet doch nicht nur auf dem Rücken der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Ryanair statt. Die Billigfliegerei ist asozial von A bis Z. Und sie ist vor allen Dingen asozial gegen die zwei Drittel der Menschheit, die weder bisher ein Flugzeug bestiegen haben, noch es zu irgendeinem Zeitpunkt werden tun können, egal wie billig das Kerosin unser Klima schädigt. Von daher, eine Kerosinsteuer von 300% ist vielleicht noch nicht sozial genug. 500 könnten es auch sein. Und ich glaube nicht, dass es eine soziale Errungenschaft ist, dass man für 19,90 Euro nach Malle und zurückfliegen kann. Und, liebe Genossinnen und Genossen, es geht auch ein weiterer Schritt damit einher, eine Ausplünderung öffentlicher Kassen. Wir haben es jetzt bei der Pleite von Germania mitbekommen. Ich wohne im Zonenrandgebiet zu Mecklenburg-Vorpommern. Unser nächster Flughafen ist Rostock-Lage. Und in Rostock-Lage ist es so, dass die Bürger des Landkreises jedem, der da bisher in einen Billigflieger gestiegen ist, noch 10 Euro obendrauf bezahlen. Das halte ich auch nicht für eine soziale Maßnahme. Von daher, ab jetzt zahlen Sie die 10 Euro, obwohl keiner mehr mitfliegt. Es gibt ja seit letzter Woche keine Flüge mehr von da. Ich glaube, ja, Lauda Air will irgendwann nach Malle fliegen, habe ich auch gehört. Ich glaube, dieses Geld wäre sehr viel besser investiert in einen fahrscheinlosen ÖPN und SPNV. Und leider kann ich jetzt zu einem eigentlichen Thema, dem Kohleausstieg, nicht mehr reden. Und liebe Genossinnen und Genossen, nehmt das auf alle Fälle mit nach Hause. Ich gehe mal davon aus, dass die Genossen, die das gebaut haben, das Plastik vorher an den Stränden der Nord- und Ostsee gesammelt haben. Deswegen gut abpacken im Zwischenlager. Sarah Meyer hat das Wort und danach Moritz Wittler aus dem Landesverband Berlin. Liebe Genossinnen und Genossen, was heißt es, Internationalist zu sein? Internationalist zu sein heißt, sich weltweit auf die Seite der Unterdrückten und nicht auf die Seite der Unterdrücker zu stellen. Wenn wir auf der Seite der europäischen und internationalen Arbeiterklasse stehen, müssen wir gegen die EU sein, weil sie ein Projekt der herrschenden Klasse Europas ist. Wenn wir auf der Seite der griechischen Arbeiterklasse stehen, müssen wir gegen die Institution sein, die sie knechtet und für Hunger und Elend sorgt. Und nein, das stellt uns nicht in eine Reihe mit Rechtspopulisten und Nationalisten. Es geht nicht um ein Zurück zum Nationalstaat, sondern um ein Vorwärts zu einem sozialistischen Europa. Die EU hat einen eindeutigen Charakter, einen eindeutigen Zweck. Sie ist eindeutig ein Zusammenschluss der Reichen und Mächtigen Europas, unseren Feinden. Und deswegen müssen wir uns auch unmissverständlich gegen sie positionieren. Genossinnen und Genossen, es ist doch absurd zu glauben, die EU sei ein Widerspruch zu Nationalismus. Die Politik der EU hat erst mit Kürzungspolitik und Neoliberalismus die Rechten stark gemacht. So wie die Bundesregierung auch hier den Boden bereitet hat für die AfD. Die Europawahl wird für viele Menschen auch genutzt werden, um ein Votum über diese Bundesregierung abzugeben und ihre Wut auszudrücken. Gerade deshalb ist es unsere Aufgabe, deutlich zu machen, wir als Linke, wir als Sozialistinnen stehen gegen die EU, gegen die Bundesregierung. Wir sind die Anti-Establishment-Kraft. Und als eine Partei, die für die grundlegende Umwälzung der Verhältnisse kämpft, muss es auch im Europawahlkampf unser Schwerpunkt sein, Bewegungen von unten, Kämpfe in den Mittelpunkt unserer Aktivitäten zu stellen. Sei es die Kampagne zur Enteignung der Immobilienkonzerne, seien es die Umweltproteste mit Fridays for Future, seien es die Streiks der Länderbeschäftigten, die wir tatkräftig unterstützen müssen. Denn nur so und nicht vor allem in den Parlamenten erkämpfen wir tatsächlich Verbesserungen. Und nur so, nur durch Massenkämpfe der europäischen Arbeiterklasse. Und Frankreich ist mit den Gelbwesten gerade ein
sehr gutes Beispiel dafür, erreichen wir ein sozialistisches Europa von unten. Und das steht im direkten Widerspruch zu allem, was die EU ist und was sie verkörpert. In diesem Sinne, lasst uns in einen Wahlkampf treten, der Kämpfe und Bewegungen vorantreibt und mitgestaltet und nicht und keine Illusionen schürt in die Reformierbarkeit dieser Institution. Vielen Dank. Nach Moritz Wittler wird dann Luise Neuhaus-Wartenberg aus dem Landesverband Sachsen zu uns sprechen. Ja, liebe Genossen, Genossen, Moritz Wittler aus dem Bezirksverband Berlin-Neukölln. Ich habe heute irgendwie oft gehört, Europa als Idee für irgendetwas. Ich finde, wir müssen ja viel mehr darüber sprechen, über das konkrete Europa. Und ich finde tatsächlich, die letzten Jahre haben uns doch noch mal ein paar Hinweise, ein paar Entwicklungen gegeben, was diese EU im Kern ist. Wir haben gesehen, wie in Griechenland sich eine Bevölkerung gewehrt hat gegen neoliberale Sparprogramme, die aufgestanden sind, die mutig waren. Und es war die EU mit der Spitze, also an der Spitze der EU, Wolfgang Schäuble, für die deutschen Kapitalinteressen, die diese Linksentwicklung gestoppt haben, abgewürgt haben durch Erpressung. Und ich finde, das sagt sehr viel aus, wie die EU zunehmend zu einem Instrument auch für deutsche Interessen, deutsche Kapitalinteressen in Europa geworden ist. Deutlich. Und da finde ich es vor dem Hintergrund auch immer merkwürdig, wenn wir davon reden, die EU sei ein Bollwerk gegen den Aufstieg der Rechten, gegen Aufstieg von Nationalismus. Denn hier geht die EU ganz anders mit rechten Regierungen um. Wir haben gerade die Debatte um Italien und hier gerät Salvini nicht etwa unter Druck, weil er Rassismus praktiziert. Er gerät nicht unter Druck, weil er versucht, die Seenotrettung im Mittelmeer zu verhindern, sondern er gerät unter Druck durch die EU, weil er sozusagen gegen neoliberale Haushaltsvorschriften zu verstoßen droht. Auch hier wird deutlich, die EU ist kein Bollwerk gegen rechts. Das müssen wir uns klar machen. Das hat die Praxis auch gerade in den letzten Jahren gezeigt. Und ich finde, unser Internationalismus bemisst sich natürlich nicht daran, dass wir hier ein Bekenntnis zu irgendwas abgeben, sondern unser Internationalismus wird sich daran messen lassen, inwieweit wir es schaffen, die deutsche Regierung und ihr brutales Exportsystem, was versucht, sozusagen die anderen Länder niederzuhalten, mit Sparprogrammen zu überziehen, Märkte zu übernehmen, inwieweit wir es schaffen, dieser deutschen Regierung unseren Widerstand entgegenzusetzen. Unser Internationalismus kann sich daran bemessen lassen, inwieweit wir es schaffen, solidarisch zu sein an der Seite der Bewegung, die versuchen, das Sterben im Mittelmeer zu stoppen. Unser Internationalismus muss sich daran bemessen, inwieweit wir es schaffen, dem Aufstieg der Rechten hier in Deutschland etwas entgegenzusetzen. Ich will hier ganz solidarische Grüße schicken nach Münster, wo unsere Genossen einen Protest mit aufgebaut haben, einen scharfen Protest gegen die AfD. 10.000 Menschen waren dort heute auf der Straße, um gegen die AfD zu demonstrieren. Weiter so, Genossen. Und ich glaube, mit so einer kämpferischen Linie können wir auch in die EU-Wahl gehen. Dankeschön. Danke an Moritz. Bevor Luise gleich beginnt, wollen wir euch noch darüber in Kenntnis setzen, wir müssen um 23 Uhr diesen Saal verlassen. Sonst kostet es richtig Kohle und da ihr noch aufräumen müsst, müssen wir 22.30 Uhr die Debatte schließen. Das heißt, den Redner oder die Rednerin, die 22.30 Uhr hier vorne steht, werden wir noch reden lassen. Und dann brauchen wir noch eure Aufmerksamkeit für einen Verfahrensvorschlag, den wir euch noch unterbreiten wollen, den wir noch abstimmen müssen. Und jetzt hat Luise das Wort. Dankeschön. Liebe Europäerinnen und liebe Europäer, Europa ist eine wunderbare Idee, nur sind die Völker längst nicht so weit. Sie werden eifersüchtig in die Töpfe der Nachbarn sehen und sich übervorteilt fühlen. Aus einem Europa befreundeter Staaten wird eine zänkische, missgünstige Großfamilie werden. Nun, damit trifft Loriot des Pudels Kern, wie ich finde. Schaut man aktuell auf Europa, bleibt es jedoch weder bei Zank und Missgunst noch beim Pudel. Die Krise, in der sich Europa befindet, geht wesentlich weiter.
Großbritannien wird vermutlich im März 2019 als erstes Mitglied die EU verlassen. In anderen Mitgliedstaaten machen sich rechtspopulistische Parteien in der Regierung breit. Einige fordern sogar die Auflösung der EU. Das ist bekloppt, liebe Genossinnen und Genossen. Gerade die, die jetzt wieder von deutscher Größe träumen und sich zugleich überall unterdrückt sehen, sollten eines wissen. Auch ein noch so großes Deutschland wäre in den Wogen der Globalisierung kein Fels in der Brandung, sondern getrieben von den Wellen. Mit und in der EU sehe das ganz anders aus. Es gilt also, sich den europafeindlichen Kräften entgegenzustellen, und damit kann dann die Antwort auf die europäische Frage auch keine deutsche sein, sondern eben nur linker Internationalismus, der die Befindlichkeiten aller im Blick hat. Wir müssen erklären, wofür es eben zum Beispiel eine Republik Europa bräuchte. Es bräuchte sie, um die regionalen Traditionen sowie Kulturen mit gemeinsamen Kämpfen und Interessen der Menschen zu verbinden. Es braucht eine geeinte europäische Gesellschaft und ein europäisches Lebensgefühl. Und da Bundesparteitage immer Orte der Bekenntnisse sind, ja, ich habe so ein europäisches Lebensgefühl. Die Verteidigung der europäischen Idee sind wir auch unseren alten Genossinnen und Genossen der alten PDS schuldig. Sie haben nach 1989 die Fahne hochgehalten, sich verkloppen lassen und gelernt. Abgrenzung, Abschottung, Mauern, das sind keine Optionen. Denn das Ergebnis kennen wir, das Land gibt es nicht mehr. Auch einer neuen Generation sind wir es schuldig. Sie erleben das europäische Lebensgefühl selbstverständlicher als jede Generation vor ihnen. Freizügigkeit beim Reisen, Studieren, Arbeiten und kultureller Austausch ist unbedingter Teil ihres Lebens. Und ich finde, daraus erwächst für uns eine doppelte Verantwortung, und das wissen die Leute da draußen auch. Die Europäische Union ist vor allem ein historisches Friedensprojekt. Die EU-Staaten haben nie gegeneinander Krieg geführt, und es ist eben nicht sicher, ob das so bliebe, würde die EU zerfallen. Deshalb ist unsere Vision, die einer sozialeren, gerechteren und friedlicheren EU, eine von mehr Europa für alle. Welche positiven Auswirkungen Europa hat, kann den Menschen meiner Meinung nach nur unsere Partei Die Linke verdeutlichen. Mit lauter Stimme und mit viel Palermo. Das gilt sowohl für die Europa- als auch für die Kommunal- und Landtagswahlen in den nächsten Monaten. Und wenn wir nicht aufpassen, wird es brenzlig. Und wenn wir nicht ganz genau hingucken, dann werden andere an uns vorbeiziehen. Wir haben es schlichtweg verpasst, eine gesamtheitliche Strategie zu entwickeln. Und jetzt müssen wir mit dem arbeiten, was wir haben. Und ich finde, wir haben eine Menge anzubieten, nämlich Frieden, Solidarität, Demokratie und. Herzlichen Dank. Nach Klaus Lederer aus Berlin hat dann das Wort Marika Tendler-Valenta aus dem Landesverband Sachsen. Liebe Genossinnen und Genossen, vor uns liegt ein harter Wahlkampf, und wir werden erklären müssen, warum man in diesem Wahlkampf Die Linke wählen muss. Und wenn man sich die Gesamtsituation anguckt, dann scheint es irgendwie zwei Lager zu geben. Das eine ist das Lager der sogenannten Europafreunde, der Verteidiger des Status quo, der Liberalen, der Konservativen, der Sozialdemokraten. Und dann gibt es den rechtskonservativen bis rechtsradikalen Angriff auf den Status quo. Die Zerstörung jeglicher zivilisatorischer Fortschritte jenseits von nationalstaatlicher Borniertheit. Und es gibt weit mehr als einen europäischen Markt, sondern es gibt tatsächlich eine Sozialcharta, es gibt einen Ausschuss der Regionen, es gibt auf der europäischen Ebene die Vertretung der Städte, die sich dort einsetzen und weit progressiver sind als die nationalstaatlichen Regierungen. Wo kommt da Die Linke vor? Die Linke ist zerstritten auf europäischer Ebene, nur konföderal. Das hat was damit zu tun, dass die europäische Linke jenseits der Sozialdemokratie noch vergleichsweise jung ist. Und sie hat sich immer abgearbeitet an der Sozialdemokratie. Und die Sozialdemokratie hatte eigentlich immer nur nationalstaatliche Rezepte während der Zeit des Keynesianismus und des Fordismus. Ja, wir konnten stark werden, weil wir die Sozialdemokraten getrieben haben angesichts ihrer Politik der neuen Mitte, der Schleifung des Sozialstaats im Gefolge neoliberaler Modernisierung und der Entgrenzung globaler Kapitalflüsse. Wir konnten Frust bündeln, wir konnten eine andere Politik innerhalb der Nationalstaaten fordern und wir konnten Protest mobilisieren. Fakt ist aber auch eins: Die Linke ist immer der Fixierung auf dem Nationalstaat verhaftet geblieben. Wir waren immer ignorant und geringschätzig der Ebene darüber gegenüber. Wir haben die EU immer relativ banal abqualifiziert als militaristisch, undemokratisch, neoliberal. Wir haben niemals deutlich gemacht, dass die Strukturen widersprüchlicher sind und dass wir als Linke soziale, demokratische, ökologische Erneuerung in diese Prozesse einzubringen haben. Ja, wir haben es nicht hinbekommen.
der Verhaftung dem Nationalstaat gegenüber hierzulande Solidarität zu organisieren. Zum Beispiel, als Syriza und die griechische Bevölkerung stranguliert wurden. Durch wen denn? Nicht durch dunkle Mächte, sondern durch nationalstaatliche, nämlich durch die deutsche Politik. Wir haben Syriza des Verrats geziehen. Und wir haben in einer schlimmen nationalstaatlichen Denke so getan, als hätte Syriza ihre Probleme nationalstaatlich regeln können. Wo war denn da die Europäische Linke? Wo waren wir denn da? Liebe Genossinnen und Genossen, die Linke kann sich nicht darauf beschränken, die Missstände anzuprangern. Sie muss schon genau sagen, in welche Richtung sie die Verhältnisse verändern will. Das gilt für jede Kommune, für jedes Bundesland, für die nationalstaatliche Ebene, erst recht für die EU. Wir können uns nicht darauf beschränken, zu sagen, welche Defizite die europäischen Strukturen haben, sondern wir müssen konkret versuchen, die Kräfteverhältnisse progressiv, positiv und mobilisierend zu verändern. Wir müssen die internationalistische Herausforderung annehmen und über den Nationalstaat hinausdenken. Und ja, liebe Genossinnen und Genossen, das ist die Republik Europa, so vage sie sein mag. Wenn wir den ökonomischen Wettbewerbsraum anprangern, dann müssen wir dafür sorgen, dass die demokratischen Verhältnisse auf diesen Wettbewerbsraum ausgedehnt werden, dass es eine Verfassung gibt, dass es soziale Mindeststandards gibt, dass dem Lohndumping, dass dem Steuerdumping etwas entgegengesetzt wird. Lasst uns doch verdammt nochmal endlich internationalistisch sein. Dann weiß ich auch, was ich am Wahlstand den Leuten erzählen will, die Hoffnung in uns haben als Europäische Linke. Danke an Klaus. Unsere letzte Rednerin für den heutigen Tag ist Marika Tendler-Wallenda aus Sachsen. Liebe Genossinnen, liebe Genossen, der Gründungsgedanke der Europäischen Union sollte uns ein. Nie wieder darf es Krieg zwischen europäischen Staaten geben. Auch aufgrund der historischen Verantwortung müssen wir dafür kämpfen, dass nie wieder ganze Bevölkerungsgruppen aufgrund ihrer Nationalität, ihrer Religion oder ihrer Sexualität vernichtet werden. Dabei haben wir nicht nur für uns, sondern auch für die kommenden Generationen Verantwortung. Linke Europapolitik muss daher sozial gerecht, aber auch nachhaltig sein. Und Nachhaltigkeit heißt für uns dabei, der nächsten Generation ein lebenswertes Gemeinwesen zu hinterlassen. Klar dabei ist, dass die Europäische Union nicht so bleiben darf, wie sie gegenwärtig ist. Klar ist aber auch, dass wir als Linke die Idee eines gemeinsamen Europas verteidigen und ja, auch neu erkämpfen müssen. Und daher plädiere ich dafür, lasst uns die Verträge brechen. Dafür möchte ich zwei konkrete Beispiele aus unserem Wahlprogramm herausnehmen. Das wäre zunächst die Forderung nach einem europäischen Mindestlohn. Dabei dürft ihr nicht eine Zahl für ganz Europa vor Augen haben, sondern wir wollen, dass der Mindestlohn bei 60% der mittleren Verdienste in den jeweiligen Ländern liegt. Da die Europäische Union aber, wie im Vertrag über die Arbeitsweise der EU im Artikel 153 Absatz 5 festlegt, über keinerlei Kompetenz im Bereich der Lohnfindung verfügt, wäre für die Festlegung einer verbindlichen Lohnuntergrenze die Änderung der europäischen Verträge notwendig. Was würde aber ein europäischer Mindestlohn für die Menschen bedeuten? Die Abwanderung aus wirtschaftlich schwachen Regionen, wie wir sie gegenwärtig vor allem in Südeuropa erleben, könnte begegnet werden. Und übrigens kämen wir auch in Deutschland mit diesem Modell auf einen höheren Mindestlohn. Die zweite Forderung, auf die ich Bezug nehmen möchte, ist die Forderung nach einer europäischen Arbeitslosenversicherung als Ergänzung zu den nationalen Sicherungssystemen. Wir fordern einen Stabilisierungsfonds für nationale Arbeitslosenversicherungen, in den alle EU-Staaten einzahlen und die in Zeiten der Krise quasi unterstützt werden. Verbunden ist das Ganze natürlich mit Mindeststandards im Arbeitsrecht. Aber unsere Forderung ist dahingehend einmalig, weil wir ganz klar mit diesem Instrument auch eine Umverteilung anstreben, indem wir eben Superreiche und Konzerne mit in die Verantwortung nehmen. Und das unterscheidet uns ganz klar zur SPD. Wir kämpfen dafür, dass die Menschen vor allem von den Ergebnissen, die sie erarbeiten, auch profitieren. Und wenn euch meine Forderungen zu weit gehen, dann möchte ich nur sagen, dass die Verabschiedung der Rettungspakete unter Bruch der europäischen Verträge durchgesetzt wurde und dass auch gegenwärtig der milliardenschwere Verteidigungsfonds gegen den Lissabon-Vertrag verstößt, in dem die Finanzierung militärischer Projekte aus dem Gemeinschaftshaushalt ausgeschlossen ist. In diesem Sinne, liebe Genossinnen und Genossen,
Lasst uns gemeinsam eine gewaltfreie Rebellion linker Europäerinnen und Europäer einläuten, indem wir die Verträge brechen.